Nee, es geht, glaube ich, noch nicht. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie da sind. Also wir sind ganz unglücklich, aber wir müssen froh sein, dass es überhaupt noch stattfindet. Anders geht es gar nicht. Für morgen müssen wir alles absagen. Also das ist unsere letzte Veranstaltung jetzt hier heute noch und dann noch das Theater. Und da müssen wir alles absagen. Wir können morgen überlegen, vielleicht wird es uns morgen möglich sein, dass wir es auf Video aufnehmen. Jetzt, ich bin gerade am Klären, ob die Referenten kommen, ob die Technik das noch aufnimmt. Aber es wird auch komisch sein, so geistermäßig, wenn da hier jemand sitzt und wir nehmen es auf. Also wir klären das noch, wir bringen es auf die Homepage. Aber hier im Stadthaus ist morgen, ab morgen, alles geschlossen. Wir wissen nicht, wie lange, aber auch unsere Universität oben ist dicht gemacht worden. Wir dürfen sie gar nicht mehr betreten, es ist alles. Also es ist, also schon hat ungemeine Ausmaße angenommen. Deswegen freuen wir uns jetzt sehr, dass es jetzt hier noch stattfinden kann. Und ich bitte wirklich vielmals um Entschuldigung, wenn es in dieser eingeschränkten Weise ist. Draußen eben noch Leute und im Stadthauscafé noch Leute. Und jetzt freuen wir uns aber ganz, ganz arg auf den Philosophen Franz Josef Wetz, auf den Zauberer, erstmal Franz Josef Wetz. Jetzt übergebe ich an meinen besten Moderator aller Zeiten, an den Uli Thierer. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann ja jetzt auch sagen, liebe Privilegierte, so traurig das Ganze ist, man darf vielleicht den Humor nicht ganz verlieren. Bei der Auftaktveranstaltung gestern Abend haben wir gelernt, wie Intensität sich äußern kann. Intensität ist ja das Motto der diesjährigen Denkanstöße. Der Sprach- und Philosophieforscher Manfred Geier beschrieb die beiden Pole von Intensität so: zwischen Jauchzen und Glückseligkeit über Erfolge bis zur Niedergeschlagenheit und Verzweiflung, wenn etwas misslingt. In diesem Sinne und in diesem Hin- und Hergerissensein freuen wir uns auf die bevorstehenden zwei Impulsreferate und auf eine poetische Lesung. Professor Dr. Franz Josef Wetz ist bereits begrüßt worden. Er ist Chef und Leiter der Institutsleiter Philosophie der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Eigentlich war ausgemacht, dass sich auch der zweite Referent hier vorne rumtreibt, nämlich unser Magier und Illusionist Florian Zimmer. Auf wundersame Art und Weise ist er verschwunden, aber ich bin sicher, er wird nachher da sein. Und der dritte im Bunde ist Konstantin Wecker. Und schon räume ich den Platz hier und bitte Sie, Herr Professor Wetz, auf die Bühne. Meine Damen und Herren, es geht um Intensität, um etwas, das wir in unserem normalen, strukturierten, geordneten Alltag oft gar nicht mehr so haben, weil unser Dasein oftmals diszipliniert, bearbeitet, getrimmt, gedrängt, auf alle Fälle sehr strukturiert abläuft. Und weil es eben so ist, ist das Bedürfnis da, hin und wieder eben aus dem geordneten Alltag, aus den Routinen und Strukturen auszubrechen, und das Bedürfnis nach Ekstasen, das Verlangen nach der prallen Seite des Lebens immer wieder dann vorhanden. Und es entsteht gewissermaßen gerade aus dieser Ausschließung aus unserem geordneten Arbeitsalltag. Unser Arbeitsalltag lässt es nicht zu, und so suchen wir eben Wege aus diesem geordneten Alltag beim Feiern, bei intensiven Momenten. Selbst beim Durchschnittsbürger, zumindest der mittleren Jahrgänge, wenn man mal älter wird oder alt geworden ist und das Existieren sozusagen schon einen erschöpft, dann ist vielleicht die größte Intensität
die größte Intensität, die man sich vom Leben erwartet, vielleicht nur noch die Ruhe und nicht mehr die flügelschlagende Sehnsucht nach einem rauschartigen Erfahrungen, die über die Vernunft hinausgehen und die Grenzen der Normalität sprengen. Dieses Bedürfnis, das Krasse, das Drastische, das Intensive, das Exzessive zu erleben, das hat durchaus biologische Ursachen. Es gehört zum biologischen Erbe der Menschheit. Man kann sagen, wir hatten ja vorhin etwas vom Extremsport gehört. Der einzige Extremsport, den Menschen früher praktizierten, das war das Leben selbst. Das war schon eine Art Extremsport. Aber in dem Moment, wo wir in einer doch sehr entlasteten Gesellschaft zu Hause sind, in dem die Normalität strukturiert und geordnet ist, wo unser Körper im Grunde keine richtige Arbeit mehr verrichten muss, dort sind viele Energien, die in den Überlebenskampf eigentlich eingespeist waren, da ging es ja um Territoriumerhalt, um Reproduktionsvorteile, um Vorteile überhaupt im Überlebenskampf, wo diese Energien sozusagen nicht mehr gebraucht werden im Überlebenskampf und freigesetzt sind, dort sind sie als überschüssige Energien vorhanden und sie können nun durchaus in den Dienst der Selbstverwirklichung treten. Also das, was einst im Dienste der menschlichen Selbsterhaltung stand, wird dann später in der entlasteten modernen Gesellschaft in den Dienst der Selbstverwirklichung gestellt. Aber man muss noch weiter hinzufügen, also der modern entlastete Mensch kann seine überschüssigen Energien in den Dienst der Selbsterhaltung stellen. Aber es war nun trotzdem in allen Gesellschaften, auch in den vormodernen Gesellschaften, in denen da diese Routinier, diese Disziplinierungen noch nicht so vorhanden waren, war es immer schon so, dass es einen Korridor gab, immer Zeiten gab, in denen die Menschen geordnet lebten, aber dann auch Zeiten, in denen sie ausrasten durften, in denen sie sozusagen ihre flügelschlagende Sehnsucht nach dieses Verlangen nach der prallen Seite, nach der intensiven Seite des Lebens ausleben durften. Das gab es in allen Stammeskulturen, das gab es in allen Gesellschaften seit jeher. Und dass diese Möglichkeiten waren in früheren Gesellschaften eben sehr oft sakral orientiert. Es waren sakrale Rituale in den Stammesgesellschaften und sie waren sehr stark festgelegt. Sie hatten einen magisch-religiösen Sinn. Sie waren auch zeitlich festgelegt. Denken Sie, also die Ethnologen haben darüber sehr stark geforscht und sie kommen alle einheitlich zu dem Ergebnis, dass das in allen Gesellschaften so war, dass praktisch es gab diese Fruchtbarkeitsfeste im Frühjahr beispielsweise oder andere Zeitpunkte im Jahr, in denen die Ordnung aufgehoben wurde und für eine gewisse Zeit eben mal wirklich die Sau rausgelassen werden konnte. Wir haben heute noch den schmalen, noch den schwachen Abglanz davon bei Fasching. Fasching ist so ein jährlich wiederkehrendes Ereignis, in dem so etwas gelebt werden darf. Und es hat auch ursprünglicher religiösen Hintergrund. Also das war zeitlich festgelegt im Jahres- oder auch im Lebenszyklus. Es gibt viele Stammesgesellschaften, bei denen dann, wenn die jugendlichen Männer sozusagen zu echten Männern verwandelt wurden, dann wurden sie auch in einen Wandlungsprozess hineinversetzt, in dem sie dann auch wieder magisch rituell verwandelt wurden. Da traten sie in Kontakt mit Göttern, sie durften dann auch sexuell freizügig sich verhalten, sie durften auch Pilze verbrauchen, also Drogen nehmen und sie durften einfach wirklich exzessiv leben. Das Ganze war aber oft verbunden, diese ganzen Erlebnisse waren mit Erkenntnissen verbunden, dann wurden Wahrheiten vermittelt. Man trat mit den Dämonen, mit den Göttern, mit dem Göttlichen trat man in Kontakt. Und das Ganze war auch obligatorisch. Es fand jedes Jahr wieder statt, es fand zu jedem bestimmten Lebenszyklus und Jahreszyklus fand es statt. Das hat sich in der Moderne, in unserer Zeit verändert. An die Stelle sakraler Rituale haben wir heute die profanen Events. Und für die profanen Events ist eben charakteristisch, sie haben nicht mehr unbedingt religiösen Charakter. Die Hippie-Bewegung, die hatte noch so semi-religiösen Charakter. Ne? Man rauchte sozusagen, man nahm Drogen, gegen den Vietnamkrieg. Man betrieb sozusagen Gruppensex gegen den Vietnamkrieg, mal so ein bisschen ironisch zu formulieren. Und man hatte noch so einen transzendenten Bezug. Aber heute ist es so, dass es praktisch keine religiöse Bedeutung mehr hat. Wir leben heute in einer Erlebnisgesellschaft, in der dieses Bedürfnis, auch wieder auszurasten, bei Feiern,
bei irgendwelchen, da komme ich dann auch noch an Beispielen, in Techno-Clubs, in Sportveranstaltungen. Das hat keine religiöse Bedeutung mehr, aber trägt trotzdem dem Bedürfnis des Menschen nach dem existenziell zauberhaften Rechnung. Die Menschen auch in einer rationalen Gesellschaft, in der verwissenschaftlich alles rational, alles logisch geordnet ist, haben dieses Bedürfnis auch nach dem existenziell zauberhaften. Das ist nicht mehr zeitlich offen, das ist nicht mehr zeitlich festgelegt, bedeutet aber nach wie vor die Unterbrechung des Alltags, wie in den früheren Gesellschaften, aber man tritt nicht mehr in Kontakt mit den Göttern, sondern es geht jetzt eigentlich nur noch ganz profan um Erregung. Es geht um Rauscherlebnisse. Man will gut drauf sein, ne? Man will intensiv drauf sein. Und das Ganze ist freiwillig, fakultativ. Nicht mehr zeitlich festgelegt heißt, Sie können das beliebig haben. Wenn Sie in einer Stadt wie Berlin wohnen, dann können Sie das jede Woche haben, wenn nicht jeden Abend. Ne, dann gehen Sie in die Techno-Clubs, da gehen Sie ins Berghain in Berlin, in einen bestimmten Techno-Club, oder wenn Sie nach Tel Aviv fahren, dann können Sie auch dauernd irgendwo feiern. Sie finden in den Großstädten immer Gelegenheiten, irgendwie ausrasten zu können. Oder denken Sie an große Sportveranstaltungen, die haben die gleiche Funktion. Bei großen Fußballspielen, wo dann Zehntausende sich sozusagen auslassen, sie freuen sich praktisch ja nicht nur auf das Spiel, sie freuen sich auf die ihnen durch das Spiel ermöglichte Erregung. Und das ist wiederum diese Intensität, auf die sie aus sind. Also Sportveranstaltungen, Festivals, Musikfestivals oder Clubbing. Clubbing nennt man eine bestimmte Art des Ausgehens. Es ist so ein Gemisch von einen Techno-Club besuchen, dabei freizügig Sex haben können und dabei sich noch etwas einbauen können, wie das heute so heißt, um schön verpeilt drauf zu sein, das heißt Drogen nehmen zu können, um dann in einem intensiven Zustand sein Dasein hier ausleben zu können. Das ist alles ganz schön wichtig für uns Menschen. Das brauchen wir. Dieses Bedürfnis haben wir praktisch in der entlasteten Gesellschaft mitbekommen. Wie gesagt, wenn Sie jünger sind, brauchen Sie es stärker. Wie gesagt, wenn Sie schon älter sind, dann wollen Sie nur noch Ihre Ruhe haben, aber nicht mehr dauernd irgendwie Festivals erleben. Je nachdem. Und es gibt dann auch da einen gewissen senilen Ehrgeiz, da auch noch mithalten zu können. Na, aber ist dann nicht mehr, die meisten wollen es eigentlich da nicht. Dafür gibt es auch wieder gute Gründe. Und jetzt kann man sagen, wie gehen wir denn damit um? Sollen wir das zulassen, dieses Ausrasten dürfen? An welche Bedingungen ist es denn gebunden? Es ist ja immer auch gefährlich für den Einzelnen wie für die Gesellschaft. Wenn die gesamte Gesellschaft dauernd ausrastet und die Sau rauslässt, um es mal so zu formulieren, dann ist die öffentliche Ordnung und das Leben des Einzelnen gefährdet. Also hat man immer schon auch Strategien entwickelt, das einzudämmen. Die massivste Strategie, um das einzudämmen, heißt erst einmal, wenn es einen überkommt, kalt duschen. Ne? Stell dich unter die Dusche, kalt. Dusche 10 Minuten kalt, dann bist du kuriert. Erstmal wieder für die nächste Dreiviertelstunde unter Umständen. Etwas anderes ist natürlich dann, was früher auch gegeben war, ist natürlich das schwere Arbeiten, das harte Arbeiten. Wer hart arbeitet, kann nicht dauernd so leben können. Das geht irgendwie nicht. Ne? Man ist dann einfach zu erschöpft, zu müde. Man will dann nicht. Ne? Man hatte gar nicht die Energie dazu. Aber wir leben ja nun in der entlasteten Gesellschaft, in der viele Energien dafür da sind. Und um das nun einzuhegen, gibt es in unserer Gesellschaft halt nach wie vor zwei große Strategien, um die Menschen sozusagen immer noch so auf der Linie wandeln zu lassen, dass sie nicht so dauernd jetzt MDMA zu sich nehmen, dass sie nicht dauernd Gruppensexpartys organisieren, dass sie nicht dauernd Technopartys haben wollen, dass sie nicht dauernd Fußballspiele haben wollen, Länderspiele, die ihnen schon während der Woche erlauben, dann betrunken sein zu dürfen, ohne dass es auffällt. Das ist ja so der besondere Effekt dann von Länderspielen oder Fußball-Weltmeister oder Europameisterschaften. Da darf man schon mittwochs abends um 16 Uhr betrunken sein und darf schon grölen auf den Straßen, ohne dass man dabei irgendwie negativ auffällt. Und dabei geht es immer irgendwie um Erregung, immer wieder um gut drauf sein. Also, welche Strategien haben wir dagegen? Offizielle, das ist die Strafandrohung. Ne? Also, wenn du das und das tust, nimm lieber jetzt, rauch nicht so viele Joints, das könnte gefährlich werden. Ne? Das Hirn ist dann schon sozusagen so programmiert, dass man dann schon ein Unlustgefühl bekommt. Also vor allem nicht dienstags mittags um 16 Uhr, freitags vielleicht um 21 Uhr, aber nicht während der Woche. Also Strafandrohung ist ein Mittel, womit wir die Menschen im Schach halten.
Ein anderes Mittel ist natürlich die Erziehung, die Schule, die Aufklärung, der Humanismus, die Moral, die Religion, da brauche ich gar nicht so sehr viel sagen. Das sind die üblichen Mechanismen, die Ethik, die uns sagt, wie wir leben wollen, die Religionen, die uns auch die 10 Gebote diktieren. Also sie alle versuchen uns zu prägen, anständige Menschen zu bleiben, die sozusagen nicht dem wilden Begehren, das in uns angelegt ist von Natur aus, sonst hätten wir niemals überlebt. Wir sind ja alles die Nachfahren derer, die sozusagen die Savanne überlebt haben. Also ist in uns dieses wilde Begehren drin, dieses Durchsetzen, dieses Kämpferische ist in den Menschen irgendwie drin, dieses Wilde. Also haben wir immer viele Dinge versucht, das in den Griff zu bekommen. Der ganze Humanismus steht dafür. Man hat immer versucht, sozusagen den Menschen mit Büchern zu bändigen. Ein heikles Projekt. Ne? Also, dass, wenn Sie so an die alten Römer denken, an die Gladiatorenkämpfe, die Lust, die die Menschen empfanden, an den Gladiatorenkämpfen. Dagegen haben die frühen Kirchenväter und die frühen Philosophen immer angedacht mit humanistischen Ideen, mit Büchern. Aber wie soll man sozusagen mit Büchern, von dieser Idee lebt heute, die ist heute noch lebendig, der Humanismus in dieser Form, dass man mit humanistischen Ideen sozusagen das Wilde den Menschen entwildern könnte. Aber man kann ihn nicht entwildern. Das ist nun da. Wir müssen mit dem Bedürfnis, das ist zwar alles ganz wichtig, Strafandrohung, Humanismus, Aufklärung, Erziehung, aber wir müssen damit rechnen, dass im Menschen etwas ist, etwas Dunkles, ein Impulse, die wild sind, die anarchisch sind, die ausgelebt werden möchten, die lustvoll ausgelebt werden möchten. Also ist eine Gesellschaft immer gut beraten, wenn sie Reservate, wie ich es nennen möchte, Reservate einrichtet, die dem Einzelnen die Rückkehr in die Wildnis seiner ursprünglichen Begierden erlauben. Also wir brauchen Reservate, die uns die Rückkehr in die Wildnis, zoologische Gärten gewissermaßen für uns Menschen, in denen wir so wild sein dürfen. Gemäß dem Motto, weil es etwas in uns gibt, was sich sozusagen nicht durch Strafandrohung bewältigen lässt und nicht durch Erziehung beseitigen lässt. Und dann heißt mein Motto dann in dieser Beziehung, was man nicht bändigen kann, das muss man einfach feiern. Denn feiern wir es nicht, dann feuern wir es vielleicht raus. Ne? Gemäß dem Motto, wer tanzt, so ist ja sozusagen Untertitel eines meiner Bücher, wer tanzt, tötet nicht. Also, oder wer feiert, feuert nicht. Wer shoppt, schießt nicht. Also das heißt natürlich nicht, der Tanzlehrer kann auch sozusagen der Mörder sein, das ist schon ganz klar. Das heißt nicht, dass wir damit alles in den Griff bekommen, aber es ist so ein Element im Grunde, mit dem wir dieses Wilde im Menschen auf eine sozialverträgliche Bahn schieben können. Und wenn wir diese Bahn nicht zulassen, diese sozialverträgliche Bahn, sondern da alle Wege immer wieder verstopfen, dann suchen sich sozusagen diese Bedürfnisse Auswege in sozial unverträglichen, auf sozial unverträglichen Wegen. Das kann ich leider hier nicht vorführen, das könnte man sehr schön aufzeigen, wie das so mit dem islamischen Staat ist, wie da diese Jugendlichen, die aus Familien oft stammen, wo 5 bis 7 Söhne geboren wurden, wie dieser verführt wurden, sozusagen ihren Triebhaushalt in eine Idee hinein zu investieren, die sozial unverträglich ist. Das kann ich leider jetzt hier nicht darlegen, da gibt es auch sehr gute Studien dazu inzwischen, und wo man jetzt umgekehrt sagen kann, also bevor du fanatisch wirst, feier doch einfach. Also gegen den Fanatismus die Feier. Jetzt, worum geht es bei dem Ganzen überhaupt? Es sind 2 Begriffe, die hier eine große Rolle spielen, worum es hierbei letztendlich geht, die oft zusammengebracht werden. Das sind die beiden Schlagworte Thrill und Kick. Die werden oft zusammen, also Menschen suchen Thrills und sie suchen Kicks. Und oft werden beide Begriffe gleichbedeutend gebraucht, das sind sie aber nicht. Thrill, und der Thrill nennt man Nervenkitzel. Wir hatten für ihn den Vortrag von Herrn Immler, ne? Da geht es um den Nervenkitzel, ganz wichtig, der Nervenkitzel. Und der Nervenkitzel ist definiert durch ein gemischtes Gefühl, wie es Friedrich Schiller nennen würde, nämlich durch ein lustvolles Schaudern, ein grausiges Vergnügen. Das konnten wir sehr schön bei seinem
bei seinen Tätigkeiten verfolgen. Es geht um das grausige Vergnügen. Da ist eine Anspannung drin. Das ist grauenhaft, das ist angsterregend, zieht aber auch ungemein an. Es ist anziehend und abstoßend zugleich. Es ist faszinierend und abschreckend zugleich. Also ein gemischtes Gefühl von faszinierter Erregung und erzitterndem Abscheu. Das können Sie beim Fußballspiel. Nehmen Sie nur das Fußballspiel. Da haben Sie erstmal den Thrill. Ihre Mannschaft spielt. Alle sind in tiefster Anspannung. Kommt das Tor jetzt? Es ist schon 35 Minuten sind gespielt. Noch kein Tor ist gefallen. Die Anspannung im Stadion, wo 80.000 Menschen sind, ist extrem. Der Thrill ist extrem. Eine Riesenanspannung ist da. Und immer wieder. Und ein Aufschreien. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und dann kommt endlich der erlösende Moment. Und das ist der Kick. Der Kick ist dann, das Tor fällt, man schreit Tor, man fällt sich gegenseitig um die Arme. Das ist in der Regel ein Moment, der hochexplosiv ist, der Kick, eine starke Gefühlsaufwallung, explosive Erregung, ein spannungsgeladener Rauschzustand, oftmals nur von kurzer Dauer. Wenn Sie Party machen, dann soll es eben von langer Dauer sein. Das ist dann wieder nur gewährleistet, oftmals in den Techno-Clubs unter der Einbeziehung, muss man dann sagen, von Drogen, die dann sehr verbreitet sind in solchen Städten, ne, die dann so ermöglichen, also als Intensifikatoren, ich nenne das gern Intensifikatoren, wie Multiplikatoren, Intensifikatoren, das sind Dinge, die dazu beitragen, dass die Intensität besonders hoch ist und dass sie besonders lang andauert. Und das können am ehesten, das kann die Musik, und das können Drogen und das kann der Sex. Beides zusammen ist dann der höchste Zustand. Also unter Drogen, bei guter Musik Sex haben, nichts Intensiveres ist sozusagen in dieser Welt im sinnlichen Bereich, im hedonistischen Bereich, im kulinarischen Bereich denkbar. Also es geht um Thrill und Kick. Aber wo sind die Grenzen? Wie weit darf man hierbei gehen? Ich muss mich ja kurz fassen, muss ja schon wieder fast zum Ende kommen. Wie weit darf man gehen? Wir müssen mal Grenzen ziehen. Muss man sagen, eine Grenze heißt natürlich sozialverträglich, muss es sein. Also wir dürfen nicht einfach jetzt es darf kein Vandalismus entstehen, keine Schlägerei, das Kriegerische, das Kämpferische, das, wodurch der andere zu Schaden kommt, das gilt es in jedem Falle zu vermeiden. Ne? Das versteht sich von selbst. Also eine Grenze ist die Sozialunverträglichkeit, ne? Nur der sozialverträgliche Exzess, nicht das kriegerische Massaker oder so etwas, das geht alles nicht, ne? Sondern eben die Feier soll es ja sein. Ne? Wir wollen ja feiern, das ist der eine Moment. Das zweite ist, dass wir natürlich, da hatten wir ja darüber schon geredet, eine Gesellschaft braucht auch eine gewisse Ordnung und die braucht der Einzelne und die braucht die Gesellschaft. Eine Zivilisation mit humanem Antlitz kann den Menschen nicht erlauben, dass sie ihre Experimentierlust auf kulinarischem Gebiet ins Äußerste treiben. Also, sie darf in den Reservaten der Lust, sozialverträglich sollen sie sie ausleben, aber es ist darauf zu achten natürlich, nach dem Motto, die gemeine Ordnung soll nicht ersetzt, sondern lediglich ergänzt werden. Dafür steht sozusagen die Unterteilung von Werktag und Sonntag, von Festtag und Alltag und dergleichen mehr. Das, was schon in den alten Gesellschaften, diese sakralen Rituale zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Lebensabschnitten, ist es letztendlich erlaubt. Also der Alltag soll nicht ersetzt, sondern lediglich ergänzt werden. Und das Dritte, das ist natürlich etwas ganz Schwieriges, was es dann eben, weshalb man dann gerade bei Jugendlichen, bei denen das Bedürfnis am stärksten in diesen Beziehungen ausgeprägt ist, diese Lust eben mal die Sau rauszulassen, die Intensität zu leben, ist sozusagen eine Mündigkeit zu entwickeln zur maßvollen Maßlosigkeit. Damit meine ich jetzt gemäß dem Motto, allein die Dosis macht das Gift, wie Paracelsus schreibt. Man darf schon mal richtig durchdrehen, ne? Schon mal im Techno-Club sein. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mal was nimmt, in Anführungsstrichen. Aber gerade bei Jugendlichen besteht natürlich die Gefahr, dass sie dabei hängen bleiben, eben ergänzen und nicht ersetzen. Also es ist die Frage nach der maßvollen Maßlosigkeit. Es ist ja nicht vernünftig, immer unvernünftig zu sein. Aber es ist durchaus unvernünftig, immer vernünftig zu sein. Ne? Und also es geht sozusagen um die vernünftige Unvernunft. Und zu der finden wir nicht so leicht, weil wir keine natürliche Bremsvorrichtung haben.
deswegen gleiten ja viele dann auch eher ab. Deswegen ist es so wichtig, dort sozusagen dann wirklich dagegen zu steuern. Diese, sag ich mal, die Feiermündigkeit ist auch kein Gegenstand der Erziehungswissenschaft im Übrigen, was ich durchaus als Defizit ansehe. Also sozusagen die Exzessmündigkeit zu entwickeln, so etwas. Exzessmündigkeit heißt eben, dass ich, wie so der Quartalsalkoholiker, dass man sich dann alle 3 Monate mal wegschießt und man ist dann wie gereinigt, wie so ein Weltbrand, aus dem die Welt wieder neu entsteht, dass man da so eine Mündigkeit entwickelt, die mir erlaubt, in der ich mir das erlauben kann. Und um dann aber doch wieder geordnet in meinen Alltag einzukehren und dort auch erfrischt wieder einzukehren. Worum geht es da? Da komme ich jetzt schon zum letzten Punkt eigentlich. Worum geht es denn, Thrill, Kick, Events? Was wollen wir Menschen denn mit allem dem letztendlich erreichen? Es sind sozusagen 2 große Momente, die ich dabei so festhalten möchte, so thesenartig. Also erstens möchte ich hervorheben, dass wenn Menschen danach Bedürfnis haben, so mal durchzudrehen und mal wirklich abzufeiern und mal wirklich rauschhaft abzufeiern, dass da nicht immer nur eskapistische Fluchtmotive dahinter stehen. Da ist nicht einer, der immer untauglich ist, im Grunde den Alltag zu bestehen. Wenn Sie in die großen Techno-Clubs der Großstädte gehen, dort finden Sie den Finanzbeamten genauso wie den promovierten Chemiker und da finden Sie nicht nur die Großstadt-Junkies, sondern da finden Sie auch genauso die Friseurin und die Oberstudienrätin. Also da finden Sie alle Gesellschaftsschichten gewissermaßen drin. Also das sind nicht nur die Weltflüchtlinge, nicht nur die Immigranten aus zerrütteten gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern es ist der Normalbürger, den es sozusagen einfach mal so zwischendrin immer mal so zieht, wenn er abends im Bett liegt, durchzieht es ihm dann irgendwie und sagt, da fehlt dann noch irgendwas in diesem Leben oder ist das denn für das jetzt alles zu spät und dann ist er froh, dass er einschläft und am nächsten Tag geht es wieder los, aber jeder ahnt da am Einschlafen, dass da noch irgendwas ist, wozu er jetzt einfach mal Lust hätte, das was ja auch vorhin der Vortrag sagte, was mit den Träumen. Also, es sind 2 große Bereiche, um die es geht. Immanuel Kant hat den einen schon benannt, den ich unter dem Stichwort Lastbefreier hier dargestellt habe. Immanuel Kant sagt einmal eben, dass weil die Menschen die Last des Lebens spüren, haben sie eben immer wieder auch mal das Bedürfnis, eben diese Last vergessen zu machen. Menschliches Leben ist eben sorgenvoll, mühsam und es gelingt es nicht sicher und das möchte man einfach mal weghaben. Also gibt es ein existenzialistisch lastbetonten Grund zum Feiern, indem ich im Grunde die Leichtigkeit des Lebens spüren möchte und wohinter dann das Verlangen nach der Intensität steht, hier jetzt im Dienst menschlicher Selbstbehauptung, ich behaupte mich nun in diesem sorgenvollen Leben selbst, ich behaupte mich in diesem Leben, indem ich mir sozusagen jetzt mich davon mal befreie von dieser Last. Und dann ist dieses Feiern dann eine tröstliche Erleichterung eben gegen den beschwerlichen Alltag. Wenn Sie so den beschwerlichen Alltag immer haben, dann haben Sie mal Lust, frei zu sein. Und das zweite Moment ist aber jetzt nicht nur mit der Last verbunden, sondern es gibt ja das dann auch mal losgelöst von Last, dass Sie sagen, nee, mir geht es eigentlich, ich spüre jetzt gar nicht nur diese Last, ich will einfach auch Lust verspüren. Also einfach dieses Feiern als eine Bereicherung des Existierens, diese Intensität, die Sie im Feiern erleben, als eine Bereicherung Ihres Daseins allein empfinden, ohne dadurch die Last überwunden zu haben. Das ist, würde ich dann jetzt eben als hedonistisch, lustbetonte Sicht des Feierns sehen, bei dem das Verlangen nach der Intensität jetzt im Dienste der menschlichen Selbststeigerung steht. Man möchte sich richtig intensiv fühlen, so richtig frei fühlen, so richtig schön fühlen, so gut drauf sein, glücklich sein. Und da ist sozusagen, geht es nicht um die tröstliche Erleichterung vom beschwerlichen Alltag, sondern es geht eben um aufwühlende Erregungen als Gegenmittel zum gleichförmigen Alltag, der oftmals gleichförmig ist, jetzt nicht lastbetont, sondern gleichförmig, langweilig, öde, es passiert nichts. Das alles hat schon auch Sigmund Freud erkannt, indem er dann mal so schreibt, das Leben, sehr schönes Zitat von Sigmund Freud, wo er schreibt, das Leben, wie es uns auferlegt ist, so Zitat Freud, das Leben, wie es uns auferlegt ist, ist zu schwer für uns Menschen. So sagt Freud, ist zu schwer für uns Menschen. Es bringt uns zu viel Schmerzen, Enttäuschungen, Entbehrungen, unlösbare Aufgaben. Um es zu ertragen und zu bereichern, können wir Linderungsmittel nicht entbehren. Es geht nicht ohne Hilfskonstruktionen, sagt Theodor Fontane. Immer noch Zitat Freud. Solcher Mittel gibt es mehrerlei. Und er nennt dann eben
Ersatzbefriedigungen, Rauschstoffe, Feiern und alles das. Irgendetwas dieser Art, wieder Zitat, ist unerlässlich. Und dann fügt er noch hinzu, und Wilhelm Busch hat das alles wunderbar erkannt, schon in der Frommen Helene, wo er eben schreibt, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Ne? Jetzt ist heute bei diesem Bedürfnis zu feiern auffällig, damit komme ich jetzt schon zum Abschluss, bei diesem Feiern, das ist ja oft, dass es nur noch so oder sehr stark kulinarisch ausgerichtet ist. Das heißt, ich hatte ja auf die 60er Jahre mal hingewiesen, diese ganze Feierkultur ist nicht politisch ausgerichtet, also man bekämpft damit nicht mehr den Vietnamkrieg, also ne, die WG, die jetzt Drogen raucht und die offene Beziehung lebt, um gegen das Establishment anzudenken, man ist auch nicht mehr im Protest gegen die Väter des Dritten Reiches, also hat keine politische Orientierung, es ist nicht religiös ausgerichtet, man will nicht in Berührung mit Transzendenz kommen, es hat auch nicht unbedingt psychopathologische Bedeutung, dass einer irgendwie durchgeknallt ist und deswegen das alles braucht. Es hat allein heute tendenziell kulinarische Bedeutung, weil wir in einer Erlebnisgesellschaft leben, in der der Einzelne seinen Sinn immer weniger durch die Sinngebungen der großen Sinnerzählungen religiöser Art bezieht, sondern der Sinn in der heutigen menschlichen Gesellschaft, gerade in der jüngeren Generation, wird eben nicht über die großen Sinnerzählungen religiöser Art gespendet, sondern eben über die Qualität von Erlebnissen. Es kommt darauf an, wie viele gute Erlebnisse man gehabt hat. Ein Leben ist umso sinnvoller, so wird es empfunden, je mehr intensive Erregungen man eben erleben durfte. Und man sammelt sozusagen Erregungen. Und das können Sie in den Städten, an Wochenenden, können Sie überall dauernd erleben. Was heißt das in letzter Beziehung? Worum geht es bei diesen Jubelfeiern, diesen intensiven Jubelfeiern der Lust in letzter Beziehung, bei diesen orgiastischen bei diesem Bedürfnis nach orgiastischen Ausschweifungen, nach sinnlichen Intensitäten, sofern Sie den Pulsschlag des Lebens noch spüren? Ne? Hatten ja gesagt, es ebbt dann ab. Man will dann irgendwann nur noch Ruhe haben. Irgendwann ist Ruhe das Glück. Aber sobald Sie den Pulsschlag des Lebens noch spüren, wenn Sie sozusagen noch einen Stern gebären können, wie es Nietzsche mal formuliert im Zarathustra, Sie haben das Gefühl, einen Stern gebären zu wollen, wenn Sie dieses dann geht es doch in letzter Beziehung, geht es ganz banal, und damit das Ende, geht es eigentlich doch um Bodenstoffe. Es geht in letzter Beziehung doch darum, dass man sozusagen so Endorphin, Serotonin, Noradrenalin und andere Bodenstoffwellen erfährt, von denen überflutet wird. Und wenn sie überflutet, das ist ja auch der Effekt der Musik, das ist der Effekt eben des Erlebnisses, das ist das, was Herr Irmler hier uns gerade vorgeführt hat, da geht es dauernd nur um Bodenstoffe. Das fühlt sich so, das ist Thrill und Kick. Danach ist der, hat er einen Endorphinstoß gehabt, so einen Adrenalinstoß nach diesen ganzen Touren, dass er ganz süchtig danach ist. Er fragte, warum? Er kann es gar nicht genau sagen. Erregung, es geht um Erregung, nicht einen Traum zu verwirklichen. Er sucht diese Erregung. Es gibt ja von Reinhold Messner diese Aussage, wo er auch wieder irgendwas geschafft hat und man hat ihn gefragt, ja, warum müssen Sie es denn tun? Also er hat dann gesagt, ich kann es gar nicht wirklich sagen. Ne? Und, oder noch einer der philosophischsten von diesen Kletterern, Reinhard Karl hieß er, der dann auch irgendwann mal umkam, der musste immer den Berg hoch und wieder runter. Und er hat so stark philosophiert, sagt, ich bin bescheuert, ich bin doch bekloppt. Der Stein, den ich dort oben finde, ist der gleiche wie hier unten. Ne? Was will ich denn da oben? Wenn ich oben bin, sage ich, was will ich hier überhaupt? Diese Strapazen, bin ich wieder unten, muss ich wieder hoch. Ja, er hat es durchschaut. Es geht einfach nur um diese ganzen Endorphine, um diese ganzen Serotonin, um die Bodenstoffwellen. Und die Bodenstoffwellen, die fühlen sich so wunderschön an, wenn sie wieder noch jünger sind. Wenn wir wieder älter sind, wird das alles heruntergepegelt. Wenn sie mal so 80 sind, dann ist sozusagen alles diese Bodenstoffwellen, die sind dann einfach sozusagen gegen den Nullzustand und dann sind sie nur noch müde, dann sind sie schon müde, wenn sie aufstehen und freuen sich schon abends, dass abends bald wieder 9 Uhr ist und sie ins Bett können. Dann, ne, das ist dann halt einfach so, der Punkt kommt dann irgendwann. Aber wenn solange diese Wellen noch da sind, solange sie diese durchschnittliche Vitalität noch verspüren, dann fühlt sich das wunderbar an, dann sind sie danach süchtig und das ist in Wahrheit dann schon alles. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Professor Wetz, Sie haben bemerkt, Corona hat auch mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich eigentlich vorhatte, ehe Sie Ihren
kurzweiligen, großartigen Vortrag halten konnten, noch ganz kurz auf so eine Ulmer Verbindung im Entfernten jedenfalls von Ihnen hinzuweisen. Sie waren nämlich, als Sie noch ein bisschen jünger waren und noch nicht unter senilem Ehrgeiz litten. Ein großartiger Begriff, den habe ich so noch nie gehört. Können Sie vielleicht nachher noch was dazu sagen, was Sie damit meinen? In dieser Zeit waren Sie rechte, wissenschaftlicher Mitarbeiter und rechte Hand des 2005 verstorbenen, 15, ja, verstorbenen Philosophen Odo Marquardt. Und den bringe ich ins Spiel, weil er durchaus einer der Wegbereiter des Humboldt-Studienzentrums war. Er hat nämlich vor vielen Jahren in Ulm einen Denkanstoß gegeben mit einem Vortrag unter dem vielsagenden Titel Von der Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften. Zu einem geisteswissenschaftlichen Lehrstuhl hat es zwar in Ulm noch nicht gelangt, aber immerhin zum Studienzentrum. Und das möchte ich doch deutlich anmerken, vor allem Frauen voranbringen. An Sie jetzt die Frage, 4 Jahrzehnte nach dem Vortrag über die Unvermeidlichkeit von Geisteswissenschaften, wie wichtig wäre denn ein geisteswissenschaftlicher Lehrstuhl an einer so stark auf Medizin und Naturwissenschaften ausgerichteten Uni wie der Ulmer? Ja, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Die Geisteswissenschaften haben natürlich eine wichtige Funktion, weil sie über die Naturwissenschaften hinaus Wirklichkeiten präsent halten, die sonst unbemerkt und unverstanden blieben. Also Wirklichkeiten, die in den Naturwissenschaften als solche gar nicht gegenwärtig und lebendig werden können. Und weil sie als solche eben mit Fragen zu tun haben, die auf dem Daseinsgrund gestellt, die also immer wieder neu sich den Menschen stellen, was man so ist, wie man leben soll, Orientierungsfragen, Sinnfragen, Fragen, die im Grunde auch über die Naturwissenschaften hinausgehen, ja, Fragen, die selbst die Naturwissenschaften aufwerfen, gerade wenn Sie an die moderne Bioethik denken, an die moderne Biologie denken, an die moderne Genforschung und vieles mehr, dann sind damit natürlich Fragen verbunden, die ethischer Art, und die sind natürlich geistes- oder kulturwissenschaftlicher Art, Orientierungsfragen, die in den Händen praktisch der Kulturwissenschaften aufgehoben sind. Also natürlich haben sie eine totale Berechtigung, gerade auch in einer stark naturwissenschaftlich orientierten Universität, weil auch sie sich natürlich mit vielen Forschungen und Forschungsergebnissen zu tun hat, die viele ethische und Orientierungs- und Sinnfragen eben aufwerfen und die in der Hand der Kulturwissenschaften eben gut bewirtschaftet werden. Und deshalb ist das für mich gar keine Frage, weshalb es die da geben sollte. Besser kann man es nicht sagen. Vielleicht noch in 3, 4 Sätzen Ihre Definition von senilem Ehrgeiz. Ja, seniler Ehrgeiz ist eben das, wenn alte Männer nicht aufhören können, ne, und meinen immer noch, sie wären so jung, wenn sie sich sozusagen, wenn sie schon 84 sind und meinen immer noch, sie müssten sozusagen die Geschicke dieser Welt lenken, und wenn sie immer noch meinen, sie müssten rumlaufen wie 40, und wenn sie immer noch meinen, sie bräuchten dann 40 Jahre jüngere Frauen, und wenn sie überhaupt sozusagen dem, was ihrem Alter gemäß ist, und wenn Sie sich sozusagen die Reise, die Sie dann eigentlich vorbereiten müssten, wäre die Himmelfahrt, aber nicht die nächste Dampferfahrt. Und wenn Sie sozusagen das völlig aus dem Auge verlieren. Ne? Prima. Lieber Professor Wetz, vielen Dank. Sie verlassen die Bühne und